The stranger was not old, but his hair was almost entirely white. Beneath his coat, he wore a worn leather jerkin laced up at the neck and shoulders. As he took off his coat, those around him noticed that he carried a sword. Endlich startet die Serie The Witcher um den Hexer Geralt. Die meisten kennen Geralt vor allem durch die äußerst erfolgreichen Videospiele, doch eigentlich basiert die Figur auf den Büchern von Andrzej Sapkowski, die auch als Grundlage für die Netflix-Serie dienen. Diese Geschichten sind düster und voller Gewalt, aber auch mit einem Augenzwinkern erzählt. Sapkowski hat eine faszinierende Welt erschaffen, der Eintritt kann aber auch etwas überfordern. Deswegen ein kleiner Reiseführer zum Einstieg in die Serie. Keep your sword close and keep moving. A huge theme in The Witcher is the loss of family and the search for family. Find Geralt of Rivia. The Witcher erzählt in drei Handlungssträngen die Geschichte der jungen Prinzessin Ciri, der Zauberin Yennefer und die von Geralt, dem namensgebenden Witcher. Sometimes there's monsters, sometimes there's money. Rarely both. Doch wer oder was sind eigentlich Witcher? Witcher, im Deutschen Hexer genannt, sind Mutanten mit übermenschlichen Kräften. Ihre Aufgabe ist es, die Monster der Welt zu bekämpfen. Dafür wurden sie extra von den Zauberern erschaffen. Einer der bekanntesten Hexer ist der Titelheld Geralt von Riva. Er wurde, wie alle Hexer, als Kind von seinen Eltern getrennt und in eine der Hexerschulen gebracht, in die Festung Kaer Morhen, hoch im Norden. Die Kinder werden dort mutiert durch die sogenannte Kräuterprobe, also durch die Einnahme von geheimen Elixieren und durch Magie. Viele Kinder sterben dabei. Da in der Welt von Witcher Frauen die Mutation nicht überleben würden, können nur Männer zu Hexern werden. Wer nach der Kräuterprobe noch lebt, im Durchschnitt nur 2 von 10 Jungen, der ist nicht nur körperlich stärker und schneller als normale Menschen, er ist auch widerstandsfähiger und lebt länger. Allerdings macht die Mutation die Hexer auch unfruchtbar. Die Hexer werden in ihren Schulen außerdem im Schwertkampf und der Monsterkunde unterrichtet. Für ihren Kampf nutzen die Hexer 2 Schwerter. Ein normales Stahlschwert für Menschen und Tiere und ein Silberschwert für übernatürliche Gegner. Anders als in den Spielen führt Geralt in den Büchern und der Serie diese 2 Schwerter aber nicht immer bei sich. Welche Unterschiede es sonst noch gibt, haben wir in diesem Video gezeigt. Hexer können außerdem einfache Zauber wirken, die Hexerzeichen. Darunter ist Ard, eine telekinetische Druckwelle, Quen, eine Art magisches Schutzschild und Axi, mit dem Hexer den Geist ihres Gegenübers beeinflussen können. Of course no. I, he done nothing. Horses work in witchcraft. Get him! Da es nur wenige Hexer gibt, halten sich viele Vorurteile. Zum Teil werden die aber auch von den Hexern selbst in die Welt gesetzt, um furchteinflößender zu wirken. Wie etwa das Vorurteil, dass Hexer keine Gefühle haben. Hexer töten Monster gegen Geld. Doch die Menschen sind selten dankbar, im Gegenteil, Geralt wird oft angefeindet. Der polnische Autor Andrzej Sapkowski hat sich für die Monster übrigens von den Legenden seiner Heimat inspirieren lassen. Die Kikimora zum Beispiel gibt es auch in der slawischen Folklore, sie ist eine Art Poltergeist. Diese Monster sind mit der sogenannten Sphärenkonjunktion in die namenlose Welt von The Witcher geraten. Die Sphärenkonjunktion war eine magische Katastrophe, die über 1000 Jahre vor den Ereignissen der Serie passierte. Damals kollidierten mehrere Paralleluniversen miteinander. Die Bewohner dieser Universen, also die Monster und auch die Menschen, strandeten in der Welt von The Witcher. Die Menschen trafen hier auf die eigentlichen Bewohner der Welt, auf Elfen, Zwerge und Gnome, von den Menschen Anderlinge genannt. Die Elfen halfen den Menschen, brachten ihnen die Magie bei. Ein Fehler, denn die Menschen verdrängten nach und nach die Anderlinge. Aus lauter Verzweiflung bildete sich eine Elfenrebellengruppe gegen die Menschen, die Squire Tell. Damit ist The Witcher ein Gegenentwurf zu Herr der Ringe. Die Elfen leben am Rande der Gesellschaft in den Trümmern ihrer Vergangenheit. Die Menschen fühlen sich den Anderlingen überlegen und verachten sie. Rassismus ist in der Welt von The Witcher allgegenwärtig. Aber zurück zur Magie. Zauberer kanalisieren die Macht des Chaos durch ihren Willen. Kinder mit magischer Begabung werden von der Bruderschaft der Zauberer aufgespürt und ausgebildet. How much for this beast? 4 Marks. Zauberinnen wie Yennefer werden in der Akademie für Magie auf den Tanit-Inseln unterrichtet. Die Akademie für Zauberer ist in der Stadt Ban Ard.
Zauberinnen werden durch Magie äußerlich dem traditionellen Schönheitsideal angepasst, aber nicht um ihnen einen Gefallen zu tun, sondern um dem durchaus sexistischen Außenbild der Zaubererschaft zu entsprechen. The Witcher ist eben nicht Harry Potter, die Zauberergesellschaft ist eitel und nur an ihrem Vorteil interessiert. Die Magie macht Zauberinnen außerdem ebenfalls unfruchtbar. Die Bruderschaft der Zauberer wird vom Kapitel der Zauberer geführt. Sie beeinflussen nicht nur die Welt der Zauberer, sondern auch die Herrscher der Königreiche. Davon gibt es in der Welt von The Witcher viele, zu viele, um sie hier alle aufzuzählen. Übrigens gibt es, anders als bei Herr der Ringe, keine offizielle Karte der Witcher-Welt, denn die Welt entwickelt sich im Kopf von Autor Sapkowski ständig weiter. Wir benutzen die Karte, die für das erste Witcher-Spiel entwickelt wurde und die auch unter Mithilfe von Andrzej Sapkowski entstand. Die für die Serie relevantesten Königreiche sind Temerien unter König Foltest, Zintra unter Königin Kalante und die Skellige Inseln. Daneben gibt es noch unabhängige Regionen wie Mahakam, die Heimat der Zwerge. Im Süden herrscht das mächtige Reich Nilfgaard, gefürchtet durch seine schlagkräftige Armee. Nilfgaard führt in den Büchern zwei Kriege gegen die nördlichen Königreiche und nutzt dabei aus, dass der Norden in sich zerstritten ist. Auch wenn es die nördlichen Königreiche lange nicht wahrhaben wollen, die völlige Unterjochung der Welt durch den Aggressor aus dem Süden ist eine reale Bedrohung in The Witcher. Mit dem Beginn des ersten nördlichen Kriegs beginnt auch die Geschichte von Ciri, der Prinzessin von Zintra. Übrigens, wie wir die Serie finden, darüber diskutieren wir zum Jahresende hin in unserem neuen Podcast. Den findet ihr dann überall, wo es Podcasts gibt. Mit The Witcher scheint Netflix einen echten Serienhit gelandet zu haben. Aktuell ist sie auf jeden Fall ein heißer Anwärter auf den Titel Beste Fantasy-Realserie des Jahres. Eine zweite Staffel hat Netflix bereits offiziell bestellt. Wie gefällt euch The Witcher bis jetzt? Schreibt's gerne in die Kommentare. This place isn't safe if you're alone. And it's the same as every other place.